16. März 1978. Das italienische Parlament soll zu einem Vertrauensvotum zusammentreten. Es geht um ein Bündnis mit der Kommunistischen Partei, ein einmaliges Ereignis in 40 Jahren der Regierung. Initiator dieser Idee ist der Präsident der Christdemokratischen Partei, Aldo Moro. Agnese, wenn du nicht kommst, gehe ich allein weg. Ich hol bloß noch meine Jacke. Mama, ciao, wir gehen jetzt. Wiedersehen, bis nachher. Wiedersehen. Kopf nicht zu spät. Luca, du bleibst doch hier, nicht wahr? Wir erlauben nicht, dass deine Eltern dich mitnehmen. Ciao, Mama. Ciao. Ich würde sagen, wir brauchen über die Sache nicht mehr zu reden. Luca bleibt hier bei uns. Ich finde das nicht richtig. Gut, das Bein tut mir noch weh, aber Luca sollte bei mir sein. Er weiß doch gar nicht mehr, wo er hingehört, wenn er ständig bei euch ist. Luca, komm her zu deiner Mama. Luca, hast du nicht gehört? Opa? Oh, Luca. Na du? Ich bin gespannt, ob du dir das Märchen vom Jäger und den Wölfen gemerkt hast. Was für eine Farbe hatten die Augen des Jägers? Er hat blaue Augen. Ja, ganz genau. Und was hatten die Wölfe für eine Farbe? Weißt du das auch noch? Wagen 25, hier Don Chiavella. Hier Wagen 25, was gibt's denn? In der Via della Maliana, in der Höhe der Fucino Bank, haben zwei Jugendliche eine alte Dame überfallen und ihr die Tasche gestohlen. Sie sind auf einer Vespa. Wie viel Zeit haben wir noch? Farbe Weiß. Sie sind in Richtung Parco Nazionale gefahren. In genau 50 Minuten ist es soweit. Und grüß Signora Moro von mir. Ja, ja. Wirst du heute Abend pünktlich sein? Du weißt doch, wie der Präsident ist. Er hält sich nicht an Dienstzeiten. Ich rufe dich an, bevor ich komme. Ciao. Bitte, Pietro, ruf mich an, sobald du kannst. Du weißt, ich mache mir Sorgen. Wenn was passiert, hörst du es im Radio. Wenn du nichts hörst, kannst du annehmen, dass alles geklappt hat. Zieh mal raus. Die Luft ist rein. Und was hat der Jäger gemacht, um die Wölfe zu fangen? Er hat Blut auf sein Messer geschmiert. Und der erste Wolf kam, weil er das Blut gerochen hat und hat angefangen, das Messer abzulegen. Dann hat er sich in die Zunge gestochen und so viel Blut verloren, bis er tot war. Dann sind die anderen Wölfe gekommen und haben den toten Wolf gesehen und haben ihn aufgefressen. Wie will er das alles lesen? Keine Angst, er wird es schaffen. Er hat es sogar geschafft, diese Koalition zustande zu bringen. Willst du mal hören, was die Kommunisten schreiben? Die Regierung der nationalen Solidarität ist einen großen Schritt weitergekommen. Und das ist nicht nur das Verdienst der Christdemokraten, verstehst du das? Das müssen sie doch schreiben, um das Gesicht zu wahren. Also kommst du mit nach Torita? Ich weiß nicht, Mama. Warum denn nicht? Ciao, Papa. Du bist hoffentlich nicht hier, um ihn abzuholen. Keine Sorge, es ist schon alles geregelt. Der Junge bleibt bei uns. Luca bleibt bei uns. Na gut. Sei jetzt Maria Fida lässt sie bei uns. Deine Tasche. Ciao, Luca. Ciao. Ciao, Mama. Ich bleib noch ein bisschen bei Luca. Guten Tag, Signora. Guten Tag. Guten Tag, Herr Präsident. Guten Tag, Leonardo. Nehmen Sie bitte die Taschen dort mit. Also dann bis Ostern? Ich weiß noch nicht, ob ich Ostern kommen werde. Na. Papa, wir werden sehen. Ciao. Ciao. Mit dem Messer haben sie sie zerschnitten, diese Schweine. Ich möchte wissen, wer das war, wenn ich die erwische. Was soll das überhaupt? Wen stört es schon, wenn ich hier stehe? Niemanden. Diese Banditen, wenn sie wenigstens nur einen zerschnitten hätten, aber gleich alle vier. Zum Teufel mit ihnen. Wie soll ich jetzt meine Blumen ausliefern? Der Blumenhändler? Der wird kochen vor Wut. Also los.
da kommt der Präsident. Guten Tag, Herr Präsident. Hey, willst du auch einen Schluck Kaffee? Nein, danke, jetzt nicht. Vielleicht später. Also, wenn du willst, bedien dich. Schnell, steigen Sie aus. Sie müssen mit uns kommen. Haben Sie nicht verstanden, Herr Präsident? Raus! Steigen Sie ein! Nein! Steigen Sie ein! Fahr los! Die Polizei ist auf den Hof gefahren. Achtung, Achtung, Doppia Wähler 21 an folgende Einheiten. Wagen 16, Wagen 11 und Wagen 18, Wagen 42 und 45 fahren Sie sofort in die Via Mario Fani. Präsident Moro wurde entführt und seine Leibwächter erschossen. Der Fluchtwagen ist ein Fiat 132, Farbe blau. Versucht ihn abzufangen, aber sei vorsichtig, die Täter sind schwer bewaffnet. Ich wiederhole, fahrt sofort in die Via Mario Fani. Machen Sie bitte Platz. Signora, verzweifeln Sie nicht. Jemand scheint am Leben zu sein. Thank you.
Wähler 21 an Wagen 11. Ihr müsst doch längst da sein. Sagt uns Bescheid, was da los ist. Habt ihr verstanden? Wagen 11, bitte kommen. Wagen 11 an Doppia Wähler 21. Einer von den Leibwächtern lebt offenbar noch. Von den Entführern keine Spur. Sperrt alle Straßen ab. Der Hubschrauber. Oh, wir haben es geschafft! Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Nehmt die Absperrgitter aus dem Wagen, schnell! Gehen Sie weiter, bitte. Die Aktion wurde mit beinahe wissenschaftlicher Präzision ausgeführt. Sie hatten sogar die Bremslichter an ihren Wagen abgeklemmt. Nur deshalb ist der Fahrer ihres Mannes auf den Wagen aufgefahren. Er hatte keine Chance zu bremsen oder auszuweichen. Sicherlich ist mein Mann auch verletzt worden. Nicht unbedingt. Zeugen haben berichtet, dass ihr Mann den Wagen ohne fremde Hilfe verlassen hat. Er hatte wichtige Papiere bei sich. Waren die noch im Wagen? Gehen Sie doch bitte die Papiere weiter. Waren in drei Aktentaschen. Sind die Taschen weg? Offensichtlich haben die Entführer sie mitgenommen. Wir haben sie nicht gefunden. Etwas stimmt bei der Sache nicht. Wie meinen Sie das? Herr General, ich war früher Krankenschwester. Deshalb weiß ich auch, wie lange es dauert, bis Blut gerinnt. Wenigstens ein paar Minuten. Das heißt, das Blut wäre überall hingeflossen, wenn man alle drei Taschen sofort weggenommen hätte. An dieser Stelle ist der Teppich aber völlig sauber. Wenigstens eine Tasche wurde später weggenommen. Aber die Zeugenaussagen bestätigen das Gegenteil, Signora. Diese wichtigen Papiere befinden sich offenbar in den Händen der Roten Brigaden. Der Roten Brigaden? Ja. Woher wollen Sie das wissen? Haben Sie dafür Zeugen? Wir haben alle Spuren gesichert. Habe ich Ihnen wehgetan? Nein, das war schon vorher. Ich glaube, eine Rippe ist gebrochen. Vielleicht auch mehrere. Tut mir leid. Das war keine Absicht. Lass mich. Geben Sie mir Ihren Arm, ich stütze Sie. Ich möchte gern wissen, ob die Männer meiner Begleitung getötet wurden. Damit eins klar ist, wir stellen hier die Fragen, nicht Sie. Wer sind Sie? Revolutionäre Kommunisten. Rote Brigadisten. Die werden Sie doch kennen, Herr Präsident. Ja, die bewaffnete Partei. Bitte, setzen Sie sich. Also, Sie haben beschlossen, mich zu töten. Aber wer sagt denn das, Herr Präsident? Immerhin haben Sie nicht mal Ihr Gesicht verhüllt. Glauben Sie, dass sich Fidel Castro das Gesicht verhüllt hat, als er die Festung Moncada angegriffen hat? Wir sind im Krieg, Herr Präsident. Irgendwann ist der Moment da, an dem Revolutionäre auf die bürgerliche Justiz pfeifen. Zeugenaussagen, Gegenüberstellungen, Phantombilder. Damit, dass Sie hier im Volksgefängnis sind, fängt ein neuer Abschnitt an. Wir haben mit dem Angriff auf den Staat begonnen. Bitte. Sie müssen sich umziehen, Herr Präsident. Die Sachen sind voller Blut. Ach, ja, ja. Geben Sie uns bitte Ihre Schuhe und die Uhr. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Ja, aber wo ist der Präsident? Er fühlt sich nicht wohl, Herr Minister. Würden Sie bitte mitkommen? Francesco. Ja, was gibt's? Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Nein, nichts Neues. Guten Tag. Aber Francesco, wie sollen wir entscheiden? Wie fühlst du dich, Giulio? Ganz gut, nichts Besonderes. Es ist alles in Ordnung. Bitte, Giulio, ist dir klar, was da draußen passiert? Da draußen redet man über alles, nur nicht über Moro. Es geht nicht, dass wir über die Entführung stillschweigend hinweggehen. Es gibt für uns, die Democrazia Cristiana, im Moment nichts Wichtigeres als das Leben Aldo Moros. Wir dürfen nicht den Kopf verlieren. Von unseren Entscheidungen hängt das Wohl unseres Landes ab, nur nichts überstürzen. Aber das Leben Aldo Moros steht auf dem Spiel. Zaccanini, auch die Regierung steht auf dem Spiel. Und Moros gesamte Arbeit, die er geleistet hat, um die Mehrheit zustande zu bringen, um unser Land aus der Krise zu retten. Jeden Moment werden Berlinguer und Pacchioli hier sein. Sie werden bestimmt nicht bereit sein, mit den Roten Brigaden zu verhandeln. Wollen wir vielleicht, dass als Einzige die Kommunisten die Staatsräson aufrechterhalten? Die Roten Brigaden wollen das Land in die Knie zwingen. Das muss von jetzt an allen klar sein.
Offenbar ist es ihr Ziel, die neue Koalition zu zerschlagen. Sie werden uns erpressen, ihre Genossen aus dem Gefängnis freizulassen. Sie werden sehen. Aber auf keinen Fall dürfen wir mit diesen Kriminellen verhandeln. Gehen wir. Sie warten auf uns. Also, wie hast du entschieden? Es gibt nur eine Lösung. Andreotti muss im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Dann muss der Ausnahmezustand nicht ausgerufen werden. Wenn man die jetzigen Gesetze anwendet, reichen sie aus. Schon den ganzen Tag werden im Gebiet von Monte Mario Häuser und Wohnungen durchsucht. Durch zahlreiche Sperrposten werden im ganzen Stadtgebiet Personenkontrollen durchgeführt. Inzwischen wird die Polizei vom Militär unterstützt, um die Jagd nach den Terroristen so schnell wie möglich erfolgreich zu beenden. Diese Entscheidung wurde von Innenminister Cossiga im Einvernehmen mit Verteidigungsminister Ruffini getroffen. Auch Di Matteo soll diese Entscheidung unterstützt haben. Die Beteiligung an der Kundgebung, die von der Gewerkschaft einberufen wurde, ist groß. In tutte le forme di vita. In allen Formen demokratischen Lebens. Perché gli uomini devono stare insieme in questi momenti. Denn in diesen Momenten müssten die Menschen zusammenhalten. Impegnati in questa lotta. Sie müssen sich in diesem Kampfe vereint fühlen. Eine Handvoll provozierender Terroristen kann keinen Anspruch darauf haben, ein Volk von 56 Millionen mündiger Bürger zu regieren. Keine Gruppe hatte gegen die Entscheidung der Präsidenten in Grau und Fanfani... Wir haben es geschafft, das ganze Staatsgefüge zu erschüttern. Jetzt ist alle Macht in den Händen der Demokratie, Christiano. Wer hätte das gedacht? Kannst du dir das vorstellen, dass die Italiener in Flezza Bianca damit einverstanden sind? Und ihnen das Vertrauen ausgesprochen. Es ist ihm damit völlige Handelsfreiheit eingeräumt. 515 Kabinettsmitglieder stimmten zu seinen Gunsten. Es gab insgesamt nur 30 Gegenstimmen und 33 Enthaltungen. Sie haben innerhalb von 5 Minuten die Regierung gebildet. Ihnen muss die Angst ganz schön in die Knochen gefahren sein. Seit mehreren Stunden ist Aldo Moro nun in den Händen der Terroristen. Die Bevölkerung Italiens ist zutiefst bestürzt und ergriffen. Und was ist, wenn Sie eine Pressesperre verhängen? Wenn schon. Damit würden Sie sich nur selbst demaskieren. Damit würden die Leute wissen, dass es keine Pressefreiheit mehr gibt. Nach der Wahl in der Kammer hat der Präsident des Nationalrates Andreotti folgende Erklärung abgegeben. Das Zusammentreffen der parlamentarischen Debatte mit der Entführung Aldo Moros hat durch diesen kriminellen Angriff auf die Demokratie unseres Landes eine besondere Bedeutung. Ich möchte hiermit alle auffordern, sich nicht zu Emotionen hinreißen zu lassen, sondern vor allem standhaft zu bleiben. Via Montalcini, 18. März 1978. Stehen Sie auf. Haben Sie verstanden, Herr Präsident? Stehen Sie auf. Wir wollen Sie fotografieren. Muss das sein? Ist das unbedingt nötig? Ja. Wir müssen beweisen, dass Sie noch am Leben sind. In all den Stunden habe ich mich gefragt, warum Sie gerade mich genommen haben. Warum? Sie sind nun mal die zentrale Figur dieses Regimes. Dieses Parteienstaates. Die Demokratia Christiana kann ohne sie nichts machen. Die anderen Parteien können ohne die Demokratia Christiana nichts machen. Also wird der Staat jeden Preis bezahlen, den wir verlangen, um sie wiederzukriegen. Und dieser Preis wird sehr hoch sein. Ich fürchte nur, dass Sie meine Person da etwas überschätzen. Sie scheinen zu glauben, ich wäre der unumschränkte Führer der Demokratia Christiana. Sicher, ich bin der Präsident der Demokratia. Ich spiele mein Spiel, mal gewinne ich, mal verliere ich, aber ich verliere viel öfter, als ich gewinne. Unser Spiel hat gerade erst angefangen. Ja, ja, da haben Sie wohl recht. Vielleicht sollten wir die Frage auch etwas anders stellen. Ja, vielleicht sollten wir uns fragen, sollten wir uns gemeinsam fragen, was wir zusammentun können, um nicht essentielle Dinge zu zerstören. Haben Sie vor, uns Ratschläge zu geben? Seien Sie vorsichtig, wir könnten Sie ernst nehmen. Also. Danke. Danke. Darf ich Sie nochmal daran erinnern, dass ich gerne eine Bibel haben möchte? Schon gut, heute Abend bekommen Sie eine. Tut mir leid, ich habe vergessen, eine Krawatte mitzubringen. Bereit? Drehen Sie sich mir nach vorn. Ja, ja. Noch etwas mehr in die Mitte.
ist ja der Wagen. Ist alles vorbereitet? Die Nummernschilder müssen montiert werden. Sind die anderen immer noch nicht hier? Tja. Dass die beiden sich nie an die Regeln halten. Wann soll denn die nächste Versammlung sein? Ich weiß noch nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Das Komitee hat entschieden, vorerst die wöchentlichen Versammlungen einzustellen. Das ist das Kommuniqué Nummer 1. Da kommen Sie ja endlich. Wie viel habt ihr denn gedruckt? Ist das nicht ein bisschen viel? Nein, die Kommuniqués werden in allen Städten verteilt. Hier ist das Schild. Na prima. Pünktlich wie immer, ihr beiden. Hm? Sollen wir uns wegen überhöhter Geschwindigkeit erwischen lassen? Was war in seinen Taschen? Fast nichts. Einige Medikamente und Unterlagen. Sein Blutdruckmesser war auch dabei. Er hat ihn wohl immer bei sich. Sag mal, hast du gestern deine Mütze verloren? Ich war zu beschäftigt, um sie zu suchen. Einer von uns hat die Mütze in einem Geschäft gekauft, nicht wahr? Für Fehler muss man bezahlen, das weißt du. Und wie geht es unserem Freund Moro? Maurizio sagt, er wäre sehr gefasst. Mehr als erwartet. Er soll ganz anders sein, als wir ihn uns vorgestellt haben. Er hat keine Angst und ist definitiv. Und wie geht es jetzt weiter? Hier ist das Kommuniqué Nummer 1 und das Polaroid-Foto. Spielt es der Presse zu. Perfekt.